dann dritte Folge im Fokus. Herzlich willkommen zu Xenon TV und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Im Fokus, unserem neuen Talk-Format. Ja, nachdem wir in der letzten Sendung mit Max Riemelt einen noch relativ jungen, aufstrebenden deutschen Schauspieler zu Gast hatten, haben wir uns heute mal jemanden eingeladen, der auf jeden Fall wissen muss, wie es geht, der nämlich ein ganz großer deutscher Star im Theater- und Kinobereich ist. Mich würde interessieren, wie ist sie dorthin gekommen? Wie war dieser Weg, den man da gegangen ist? Herzlich willkommen, Katja Riemann. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ist Katja Riemann ein erfolgreicher Mensch? Für andere ist vielleicht der Erfolg dann ein, wenn du eine Platinplatte gemacht hast oder wenn du ein Bankkonto hast, was viele Nullen aufweist oder so. Und für mich, denke ich mal, ist im Zentrum eher das Schöpferische oder das Kreative oder der Versuch, einen Kanal zu finden für Ideen. So. Du kommst aus der Weltstadt, könnte man sagen, Kleinstadt Kirchweihe. Genau. In der Nähe von Bremen. Ich glaube, die haben 10.000 Einwohner, nicht ja, so viel. Ja, damals waren das, glaube ich, 800, als ich da echt lebte. Deine Eltern waren Lehrer, habe ich gelesen, meine auch, haben wir insofern gemeinsam. Ich komme aus Berlin. Okay, cool. Meine Mutter kommt aus Achim, das ist da in der Nähe. Ich auch, ja. Aber ist auch egal eigentlich. Und zwar wollte ich nämlich mal fragen, als ich meinen Eltern nach dem Abi erklärt habe, so, ich finde euren Beruf irgendwie will ich das nicht, weil die dachten dann vielleicht auch, kann man ja sowas mal machen irgendwie so als Sohn. Ich finde euren Beruf irgendwie öde, ich mache mal was mit Medien. Da waren die erstmal so ein bisschen so, oh, erstmal geguckt. Ja, doch schon. Wow. Wie war das bei deinen Eltern? Also bist du zu denen hingegangen, hast gesagt, Mama, Papa, ich werde Schauspielerin? Als ich das dann herauskristallisierte, dass mich die Schauspielerei interessiert, war die Reaktion meiner Mutter eine, wie ich finde, sehr bezaubernde, die Grundschullehrerin ist und ihr Leben lang eine sehr arme Frau war, sagte als erstes, ach Katja, davon kannst du doch nicht leben, da verdienst du doch nichts. Und weil man natürlich in der Zeit jetzt nicht daran dachte, dass man Filme drehen könnte oder so, sondern Schauspielerei hieß irgendwie dann vielleicht ans Bremer Theater gehen und da hat man dann Glück. So. Aber das war auch, wenn wir wieder über Erfolg reden, war das nicht meine Intention, sondern ich fand es einfach unheimlich interessant zu spielen, sich auseinanderzusetzen mit Texten, mit Geschichten, mit Figuren, mit Menschen, mit dem eigenen so sein, ja, es ist ja, also Schauspielerei, wenn man es dann richtig betreibt oder gründlich, hat es ja doch auch eine ganze Menge mit zum Beispiel Psychologie zu tun. Was ist denn Schauspielerei eigentlich? Sich in andere Reihen zu versetzen und dann das genauso gut zu können wie die? Oder macht man eigentlich, ich glaube, das hat Kevin Costner mal gesagt, fand ich ganz schön, ich spiele dauernd Leute, die können zum Beispiel ihr Auto reparieren und das sind alles Sachen, die kann ich gar nicht. Ja, genau, das stimmt. Also Schauspieler können ja von allem ein bisschen was, aber nichts richtig. So wie Journalisten. Na, ja, siehst du, wie schön, hat man mal ein bisschen Ähnlichkeit. Und andererseits kann man dann sich natürlich dann sehr intensiv eine Zeit lang mit etwas beschäftigen. Also ich habe für eine Rolle Schlagzeug spielen gelernt und konnte in der Zeit wirklich sehr gut Schlagzeug spielen. Zumindest die Songs, die required waren sozusagen. Und oder ich habe vor langer, langer Zeit einen Fotografen gespielt und war bei einem Fotografen in München in der Lehre. Und das war natürlich noch lange vor der digitalen Fotografie. Und dadurch nimmst du natürlich für dich was mit und diese Beschäftigung immer wieder mit anderen Dingen, jetzt nicht unbedingt mit Berufsbildern oder so, sondern auch natürlich mit Befindlichkeiten oder zwischenmenschlichen Beziehungen, die macht natürlich, dass man irgendwie immer wieder auch so eine neue Seite aufschlägt. Weißt du, klar gehst du nicht weiter und immer weiter ins Detail und sagst, jetzt beschäftige ich mich wieder mit etwas anderem. Und im besten Fall passiert dadurch, dass man den Beruf nie kann. Hast es ja trotzdem hinbekommen. Ja. Kann man, glaube ich, mit Fug und Recht behaupten. In den 90er Jahren kam dann ja die große Katja Riemann-Zeit. Du wurdest, glaube ich, das Gesicht des neuen deutschen Kinos, kann man so sagen. Und hast wahnsinnige Erfolge gefeiert.
Das würde mich interessieren, weil zum einen kamen dann die Kritiker, die gesagt haben, ja, ganz toll, wir haben endlich wieder einen großen deutschen Star, den wir so lange vermisst haben. Und dann kamen aber auch auf der anderen Seite wieder die Leute, die gesagt, Katja Riemann, jetzt haben wir schon wieder einen Film oder noch einen Film. Ich glaube, Männerpension hieß der Film. Klaus Boje hat damals beworben mit dem nationalsozialistischen Ausdruck, garantiert judenfrei. Nur stand da dann garantiert Katja Riemann. Genau. Das war krass. Hat dich das verletzt? Ja, sehr. Bis heute. Detlef Buck hat sich auch bis heute bei mir nicht entschuldigt. Auch Buena Vista International nicht und auch Til Schweiger nicht. Klaus Boje hat sich entschuldigt. Das ziehe ich auch meinen Hut. Aber aufgrund dessen, weil ich ihm einen Brief geschrieben habe. Ich finde, das tut man nicht. Man fickt nicht die eigenen Leute ins Knie. Ganz im Ernst. Wenn die Presse das macht, weißt du, das ist was anderes. Da stehen wir an zwei Enden des Strickes. Aber in der Filmbranche, gerade in den 90er Jahren, wo sie sich ja erst noch gebildet hat, das tut man nicht. Hast du manchmal den Eindruck, das Leben ist ein Schauspiel? Stichworte Regie, Dramaturgie, Rollen, die man einnimmt. Ich habe eigentlich eher das Gefühl, dass das Schauspiel viel harmloser ist als das Leben. Mhm. Weil es nicht so viel kann? Nee, weil das Leben sich nicht um Dramaturgie kümmert. Sondern das macht Sachen und behauptet sie einfach. Und da, bitteschön, ist es jetzt, geh damit um. Man sagt, oh, das kannst du nicht machen. Das kann man jetzt so nicht machen. Schreib das mal um, oder? Oder? Wie Leute meinen, ich finde das großartig. Das hat eine Zeit dann begonnen, wo du dich erstmal so ein bisschen, also sage ich mal, ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, aber vielleicht von der ganz großen Bühne erstmal so einen kleinen Schritt wieder zurückgegangen, hast wieder angefangen, Theater zu spielen, hat Musik zu machen, hast in kleineren Filmen gespielt, auch mal kleinere Rollen mal gespielt. War das für Katja Riemann ein Fortschritt oder ein Rückschritt? Weder noch. Das ist eine Entwicklung. Und ich glaube, dass das Leben in Wellen geht. De facto hätte ich auch gerne weiterhin große, erfolgreiche Filme gedreht. Die waren einfach nur nicht da. Und manchmal ist es ja viel profaner, als man vielleicht von außen denken mag oder so. Ne? Es ist jetzt nicht so, dass ich einen riesen, fetten, großartigen Film nach dem anderen abgelehnt hätte, gesagt, nein, ich spiele Theater. So, sondern ich sage, okay, was machen wir denn jetzt? Ja? Und ich hatte eben damals, auch aufgrund des riesigen Erfolges von Bandits, ein Angebot von Warner Music, ein Soloalbum zu machen. Mhm. Darüber habe ich sehr lange nachgedacht. Ganz genau 6 Monate habe ich drüber nachgedacht. Und dann dachte ich, das ist irgendwie ein Schritt in etwas, was ich noch so gar nicht kenne. Und das möchte ich gerne erforschen und ausprobieren. In jener Zeit hast du, glaube ich, auch begonnen mit der Hörspielerei, kann man das so sagen? Hörspiele zu produzieren oder Regie zu führen. Hat das damals schon angefangen? Nee, eigentlich nicht. Das fing mit der Musik an, weil ich halt meine Songs selbst geschrieben habe. Und ich habe die ganzen Demos natürlich dafür gemacht. Aber also soll man sagen, jetzt allein der Vorgang, Songs zu schreiben und im Studio zu sitzen und mit Musikern zusammen Sachen zu schrauben und auszuprobieren und das aufzunehmen, das war vielleicht der Anfang, der dann jetzt dazu zum Beispiel geführt hat, sich zu trauen, selber was zu produzieren. Genau, und darauf, hier, die Vögel, würde ich auch gerne zu sprechen kommen. Vielleicht kannst du uns mal kurz sagen, worum es da geht. Es klingt natürlich erstmal, die Vögel klingt nach Alfred Hitchcock. Worum geht's? Es geht um einen kleinen Vogel, der heißt Chili und ist naturgemäß rot und lebt in einer blauen Vogelgesellschaft und wird gemobbt und ausgegrenzt. Er ist ein Flugakrobat und er rettet durch Zufall die Tochter des Chefs, des Vogelchefs. Und wird deswegen ins Gefängnis geschmissen, weil man denkt, er wollte ihr was antun. Er sehnt sich nach einer roten Vogelgesellschaft und erfährt, dass es die geben wird. Es geht um Vögel mit und ohne Migrationshintergrund, würde ich mal sagen. Es geht der Frage nach, in welcher Gesellschaft und mit wem man leben möchte und wie. Die Vögel? Wurde hier aufgezeichnet in dem Studio, wo wir jetzt gerade. Die Sprachaufnahmen. Wurde bei den Jazzanova-Leuten. Genau. Wir haben mal einen kleinen Einspieler dabei von der Produktion. Okay. Jetzt muss ich mal natürlich hier mal. So. Letztes Mal hatte ich einen Sakko an, irgendwie, da ging das besser. Schauen wir doch mal einfach kurz rein. Okay. Die Vögel hier aufgezeichnet. Wir sind am Flussufer bei Langen.
Lanka und Nane, die gerade dabei sind, ihre Vorbereitungen zu treffen. Lanka, darf ich fragen, was du da machst mit dem Tesafilm? Ich knüpfe ein Seil aus Schilf, was wir für unseren Fluchtplan benötigen. Damit wird dich keiner sehen, wenn wir nachts im Baum fliegen. Das war die Absicht. Okay, das war die Absicht. Das ist eigentlich meine Aufgabe bei deinem Plan oder bei dem Plan. Du musst singen, was? Was? Aha. Und zwar durch dieses Ding hier. Den Ding, da haben wir unsere Rückkopplung. So. Ich würde ganz gerne als Erzähler sagen, ein Megafon, damit man weiterhin den Erzähler spürt und versteht, warum das alles immer noch über Handmikrofon läuft. Gut. Was ist das denn? Das ist ein Megafon. Ach, schon fertig. Das ist ein Megafon. Alles klar. Okay. Deine Tochter spielt auch mit. Richtig. Die Paula. Richtig. Genau. Und die spielt oder spricht die junge und singt die junge Vogeldame Lanka. Das ist, glaube ich, der blaue Vogel. Mhm. Mir ist eine Sache auf jeden Fall aufgefallen. Und zwar, also ohne jetzt im Privaten irgendwie sich da auszukennen, ist mir aufgefallen, dass Paula und Lanka beide prominente Eltern haben. Ja, stimmt. Dich als große deutsche Schauspielerin und Lanka hat natürlich den Vogelkönig den da als ihren Vater. Ja. Stimmt. Richtig. Wenn man das jetzt mal kurz weiterdenkt, dann ist es ja so, dass sozusagen beiden auch in gewisser Weise ihre Zukunft irgendwie vorbestimmt sein könnte. Also Lanka könnte irgendwann vielleicht mal Königin werden, Thronfolgerin, wie man auch immer. Und Paula hat es ja auch schon in großen Filmen mitgespielt, irgendwie Schauspielerin. Nee, Paula wird ganz bestimmt keine Schauspielerin. Nicht? Du bist auch kein Lehrer geworden, aha. Also daran habe ich original nicht gedacht. Ich finde es aber wahnsinnig schön, wenn man solche Dinge irgendwie darin entdeckt oder so, ja. Aber das ist jetzt überhaupt keine Absicht gewesen. Ich habe jetzt diese Geschichte weder nach noch für meine Tochter geschrieben und ich habe sie auch deswegen besetzt, weil es einfach sehr praktisch war, gerade da. Und ich habe mich sehr gefreut, dass sie ja gesagt hat und das gemacht hat. Ja. Katja Riemann, ich bedanke mich. Ah, sind wir fertig. Wir sind schon cool. Am Schluss. Ich bedanke mich ganz doll, dass du da warst. Ja. Fand ich auch. Ja, unser kleines Schauspiel ist jetzt hier vorbei. Wir spielen jetzt draußen weiter in der Realität. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Ich würde mich freuen, wenn ihr nächstes Mal auch wieder dabei wärt. Wenn Go es and heißt, buy my record! Genau. Wenn es heißt, im Fokus. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Tschüss.